Matthäus 8 ist eine Aneinanderreihung verschiedener Wundergeschichten und Geschichten, wo Menschen Jesus begegnen. Und diese Geschichten möchte ich euch jetzt hintereinander als Bibelcartoon zeigen. Eines Tages kam ein Mann zu Jesus, der an Lepra erkrankt war. Lepra war damals eine weit verbreitete Hautkrankheit. Man erkannte Leprakranke an schuppiger Haut und offenen Wunden. Weil die Menschen Angst hatten, sich anzustecken, wurden Leprakranke in der Regel aus den Städten und Dörfern vertrieben und die Leute hielten Abstand von ihnen. Dieser Mann bat Jesus nun: "Wenn du willst, kannst du mich heilen." "Ich will", antwortete Jesus und berührte den Mann mit seiner Hand. Sofort wurde die Haut des Mannes wieder normal und er war von seiner Krankheit geheilt. Jesus sagte ihm: "Erzähl niemandem von deiner Heilung. Geh stattdessen zu den jüdischen Leitern und zeige ihnen, dass du wieder gesund bist." Eines Tages kam ein Befehlshaber der römischen Armee zu Jesus und bat ihn um Hilfe. "Mein Diener ist schwer krank und wird wohl bald sterben." Jesus bot ihn an, mit ihm nach Hause zu kommen, um seinen Diener zu heilen. Der Befehlshaber lehnte das ab. "Ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst." Er wusste, dass es jüdischen Menschen nicht erlaubt war, in das Haus eines Menschen zu gehen, der einen anderen Glauben hatte. Er fuhr fort: "Ich weiß, dass du die Kraft hast, meinen Diener zu heilen, auch ohne dass du ihn berührst." Jesus war erstaunt über den großen Glauben dieses Mannes. Er sagte: "In ganz Israel habe ich keinen gesehen, der so stark auf mich vertraut. Geh nach Hause, dein Diener ist gesund." In dem Moment, als Jesus das sagte, war der Diener des Befehlshabers sofort geheilt. Yeah. Eines Tages besuchte Jesus Petrus. Petrus war einer seiner Freunde, die Jesus Jünger nannte. Die Schwiegermutter von Petrus war zu Hause und hatte hohes Fieber. Jesus berührte nur ihre Hand. Da war das Fieber sofort verschwunden. Da stand Petrus Schwiegermutter auf und kochte etwas für Jesus und seine Freunde. Es kamen öfters Menschen zu Jesus, die mit ihm gehen wollten. Jesus warnte sie dann: "Sogar Füchse haben Höhlen und Vögelnester. Ich aber weiß nicht, wo ich morgen schlafen werde. Bist du bereit, so zu leben?" Ein anderer wollte mit Jesus gehen, wollte aber zuvor noch seinen Vater beerdigen. "Lass die Toten beerdigen", forderte ihn Jesus auf, "und komm jetzt gleich mit mir." Ein dritter wollte erst noch einmal nach Hause gehen und sich ausgiebig verabschieden. "Fang nicht an, die Schubkarre anzuschieben und lass dann los, bevor du angekommen bist", forderte Jesus ihn auf. "Geh jetzt mit mir." Jesus forderte alle seine Freunde, die Jünger, auf, alles zurückzulassen. Verwandtschaft, Familie, ihre Arbeit, ihr Zuhause, ihr Geld und sich ganz für ihn zu entscheiden und mit ihm zu gehen. Eines Tages überquerte Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, einen See. Während sie den See überquerten, kam ein Sturm auf. Der Sturm war so heftig, dass das Boot, in dem sie waren, drohte zu sinken. Die Jünger hatten riesige Angst. Jesus bemerkte von all dem nichts, weil er eingeschlafen war. Also weckten die Jünger Jesus. "Jesus, rette uns, wir gehen unter." Jesus stand auf und sagte zu dem Sturm: "Sei still." Sofort legte sich der Wind und auch die Wellen verschwanden. Dann fragte Jesus seine Jünger: "Vor was hattet ihr Angst? Traut ihr Gott immer noch nicht zu, dass er auf euch aufpasst?" Die Jünger aber waren verwundert und fragten sich gegenseitig: "Wer ist Jesus eigentlich? Sogar Wind und Wellen tun, was er ihnen befiehlt." Die Geschichte, die ihr gleich sehen werdet, schließt Matthäus Kapitel 8 ab. Allerdings ist im Gegensatz zu Markus hier von zwei von Dämonen beherrschten Menschen die Rede, statt von einer Person, wie es in der Markus-Geschichte ist. Ich zeige euch aber jetzt trotzdem die Version, die ich für Bibelcartoon gemacht habe, die mehr von Markus inspiriert war. Jesus legte mit seinen Jüngern an einem Ende des Sees an. Da kam ein Mann auf sie zu. Der Mann wurde von einem bösen Geist, einem Dämonen, beherrscht. Er war gewalttätig, lief nackt herum und lebte auf einem Friedhof. Oftmals hatten die Leute versucht, ihn mit Ketten zu fesseln, aber er hatte die Ketten immer wieder zerrissen.
Dieser Mann stand nun vor Jesus. Jesus hatte den Dämonen in ihm schon befohlen, ihn zu verlassen. Er hatte nämlich nicht nur einen, sondern sehr viele Dämonen in sich. Die Dämonen bettelten Jesus an, dass er sie nicht in die Hölle schickt. In der Nähe war eine Schweineherde. Sie baten Jesus, statt dem Mann die Schweine beherrschen zu dürfen. Jesus erlaubte es ihnen. Da verließen die Dämonen den Mann und gingen in die Schweine. Die ganze Herde stürzte sich eine Klippe hinunter und alle Schweine starben. Der Mann aber war frei und man konnte sich ganz normal mit ihm unterhalten. Als die Dorfbewohner das hörten, bekamen sie Angst und baten Jesus wegzugehen. Zu dem befreiten Mann sagte Jesus: Erzähle in der ganzen Gegend von deiner Befreiung. Erzähle allen, was Gott für dich getan hat.